Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play SMT Nocturne. In der letzten Folge haben wir den Türsteher von Loki penetriert, der uns auf frischer Tat ertappt hat, nachdem wir quasi in seiner Lounge waren. Es ist nicht so der beste Türsteher tatsächlich, ne? Der hat das vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Man soll die Leute davon abhalten, reingehen zu können. Nicht etwa davon rausgehen zu können. Jedenfalls, das war sehr, sehr taktisch, auch teilweise sehr, sehr riskant gespielt, aber die guten Statuswerte haben mir sehr, sehr geholfen. Dementsprechend sind wir jetzt hier, weil wir den Geldschein haben, werden den auch gleich mal zurückbringen. Vorher schaue ich aber mal, wie ich das jetzt... Ja, da muss schon definitiv so ein bisschen geheilort werden, ne? Fraglich ist, ob wir genug Geld haben. Wir haben ja 100... Ach, ich hab schon wieder Scheiße gebaut. Egal. Vielleicht kann ich ja auch irgendwas verkaufen. Die Heilperlenkette. Hatte ich die nicht eingesetzt oder habe ich jetzt wieder eine gekriegt? Oder hatte ich zwei? Die hat mir auf jeden Fall auch sehr geholfen. Ja, die Steinchen könnten... Naja, wobei... Giftpfeil. Fluch. Geringer Schaden bei allen Gegnern kann Gift verursachen. Bla 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 bla. Glücksticket. Nee. Ich wollte mich ja eigentlich heilen. Aber anscheinend habe ich das wieder mit der Karte falsch verstanden. Egal. Wir müssen ja, glaube ich, hier sowieso. Nee. Ah. Da drüben. Komm wieder hin. Ja. Da müsste doch eigentlich auch eine Treppe sein. Egal. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Gespeichert haben wir ja. Die hatten. Eine Feuerschwäche. Ja, fraglich ist, ob sie eine Eisresistenz haben. Nö, dann geht es ja. Solange ich minimal Schaden bei ihnen verursachen kann. Ja, versuch's mal mit einem Biss. Hat er leider ausgehalten. Ich hätte den links angreifen sollen, oder? Dann machen wir mal einen auf Berserker. Euer Ernst, ja. Und dann wird auch noch ordentlich geheilt. Ja, das ist natürlich eine schwierige Situation. Oder auch nicht. Das sieht sehr klar aus, diese Situation. Es riecht nach Verderben, nach Tod. Tja, da habe ich mich auch so ein bisschen mit dem Haien verschätzt. Wo gab es denn einen sicheren Ort zum Haien? Schätzungsweise auch in der Stadt? Ginza? Ja. Wie gesagt, es ist immer noch sehr, sehr traurig, dass man hier diesen Game-Over-Bildschirm nicht überspringen kann. Ich schätze ihn sehr. Ich finde ihn schön, auch wenn er einen 4:3 Ausschnitt hat. Ausschnitt? Klingt auch geil. Ja, Schatz, wie gefällt dir mein Ausschnitt? Ja, ist leider 4:3. Macht mich nicht so sehr an. Ja, ich habe halt keine andere Wahl. Das war halt auch unglücklich. Ich meine, das hätte ja auch irgendein anderer Spasti sein können. Von daher hoffen wir, dass es jetzt jemand anderes ist, beziehungsweise... Nee, ich muss darüber laufen. Es hat sich nichts an meiner Situation geändert. Warum muss der Bastard auch da drüben sein, ey? Da komme ich nicht hin ohne Kampf. Fraglich ist... Okay, 2. Könnte man überleben. Wir haben ja auch keinen Eisschaden. Keinen, der anfällig ist. Von daher... Mal gucken. Mich kotzen meine Magiewerte so an. Oh! Da hat er seinen ganzen Frust rausgelassen. Sehr gut. 44. Ja, soll er machen, dann kann ich rushen. Hoffentlich kommt er jetzt nicht noch was dahinter. Nee. Alleine, guck mal. Alleine die haben mir schon 80 gebracht, ja. Der Fettsack hat mir gerade mal 100 gebracht. Das ist schon eine Frechheit, muss ich sagen. Da soll ich... Nee, ich bin hier erstmal sicher. Ich muss den nicht heilen. Aber... Moment, war da nicht... Hä? Hier müsste doch eine Leiter... Ja, genau. Wow. Nee, Moment, Moment. Ah. Nee, der war schon unten. Nur auf... Ja, oder? Ich weiß, ich bin immer noch verwirrt von diesem Ort. Grundsätzlich von jedem Ort. Da hat sich nicht viel geändert. Ich glaube, das
Ja, es war auf der anderen Seite. Okay, egal. Wir müssen nur klettern, da kommen keine Feinde. Alles gut, alles machbar. Und zwar. Ja, oder? Oder laber ich Bullshit? Ach so, wir sind ja dann auf der anderen Seite des Gitters, ne? Ich glaube, ich muss noch mal einmal ins Wasser. Oh. Immer noch perfide konzipiert hier. Nee, oder? Ey, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich kann mir den Scheiß nicht merken. Doch, hier ist es. Alles gut. Ja. Dann schließen wir erstmal die Quest ab. Ein echter Geldschein! Wir hatten eine Abmachung, oder? Dann gib ihn her! Du hast den 1000 Yen-Schein übergeben. Umgerechnet 20 Cent wahrscheinlich. Also gut, abgemacht ist abgemacht. Warte kurz. Hier, gib diesen Brief dem Torwächter, dann lässt er dich passieren. Du hast den Brief des Mannequin erhalten. Dann bis später. Hoffentlich gelangst du sicher nach Ikebukuro Lokoroko. Hansi, Dansi, Fansi, Bansi. Hoffentlich gelang ich sicher zu dem Torwächter. Okay, was jetzt? Ja, also erstmal. Ach so, nee, das ist ja direkt oben, ne? Man weiß ja natürlich nicht, was jetzt kommt. Das kann ja sein, dass man mich da vielleicht direkt speichern lässt. Das wäre natürlich gut. Oder es kommt jetzt ein Boss. Ein richtiger. Das wäre natürlich nicht so geil. Wie oft muss ich jetzt dir noch sagen, ich kann dich nicht durchlassen? Oh. Oh. Du hast dem Torwächter den Brief des Mannequin gegeben. Hm, ein Brief von ihm. Oh. Oh. Er hat mir gesagt, wenn ich dich nicht hier steht, wenn ich ihn nicht durchlasse, dann verbreitet er meine Schwanzbilder, die ich aus Versehen ins Internet gestellt habe. Oh nein, er erpresst mich. Fuck. Oh, in Ordnung. Wenn das so ist, werde ich dir nicht im Weg stehen. Oh shit. Du kannst passieren. Bitte nicht. Niemand darf erfahren, dass es nur 4,5 Zentimeter sind. Gib jederzeit Bescheid, wenn du hindurch willst. Hm, muss ich das? Shit. Ah, seht ihr das? Ich glaube, ich hatte recht, oder? Es ist zumindest gerade orange geworden. Ich versuche das mal zu provozieren hier. So. Vielleicht war es auch nur Zufall, weil es ist ja... Du hast ja... ja, wir reden... Also es gibt ja Gebiete, wo du nicht angegriffen werden kannst und ich glaube, das ist so, wenn du jetzt, sage ich mal, in Gebiet A bist und gelb bist und dann hast du dieses neutrale Gebiet und wenn du dann wieder in ein feindliches Gebiet kommst, also da, wo du kämpfen kannst, dann wird einfach das übernommen, was vor dem neutralen Gebiet war, also die Farbe. Ja, Klapperschädel fängt an mit dir zu reden. Hey, du, Chakra-Tropfen haben übrig. Ich hoffe, das ist eine gute Investition. Hey, Klapperschädel ist glücklich, du Macker, gib Macker. Ja... An... Oh nein, Alter. Der hat mir 240 gegeben. Immerhin habe ich es überlebt, ja. So kann man das ja auch sehen, aber... Das war kein guter Deal, muss ich sagen. Oh nein, da bin ich auch noch falsch gelaufen. Ich könnte ja theoretisch... Warte mal. Irgendeine Person heilen. Oder? Auferstehungsperle. Ja, aber... Naja... Mir bleibt ja nichts anderes übrig. So. Dann... Ich bin schon ein bisschen geizig, muss ich sagen, ne? Fuck. Wie machen wir das jetzt? Also erstmal wechsle ich die hier... aus. So, dann kann ich ja mit ihrem Skill, mit ihrer Fähigkeit schauen, wie weit ich heilungstechnisch komme. Ja, sehr gut, so.
Dann können wir hier nochmal Chakra-Tropfen verwenden. Ich hätte zwei noch gehabt. Ja, ich brauch die Heilung. Ich gebe ihr das so. Und dann schauen wir mal, wie weit uns das hier bringt. Bittere Angelegenheit. Oh, shit. Oh mein Gott. Ah, nee, Insta-Kills versuche ich nicht, du. Ich glaube, ich schlag beide an, oder? Eisarte, mal gucken. Da muss ich aufs Ganze gehen. Ja. Oh mein Gott, sehr gut. Ah, das war so klar. Fuck, wer ist das? Ich glaube, die hatten wir noch gar nicht, oder? Das ist jetzt natürlich bitter. Soll ich es mit... Nee, das ist mir zu, die MP sind mir zu heilig. Bitte habt irgendwie Eisschwäche oder irgend so eine Scheiße. Immerhin 66. Passt auf. Ich mach das hier. Vielleicht bringt's mir ja Glück. Und dann mach ich mal einen auf Berserker. Wir haben zu dickes Feld. Sehr gut, sehr gut. Ey, genau, die sind wahrscheinlich voll langsam, ey. Habe ich wieder alles richtig gemacht, ja. Wieder ein bisschen zaubern. Ich hab's ja perfekt, Leute. Wir könnten ja mal mit dem reden, oder? Wenn wir schon mal dabei sind. Ah, ich dachte, Angel kommt. Warte mal. Ja, du kannst doch jetzt verhaften, oder? Wo ist denn das? Oder war das jemand anderes? Hä? Flucht, verwerfen. Hat die dieses nicht gelernt? Das hätte jetzt schief gehen können. Ja gut, dann übergebe ich mal. Und red normal. Erwartest du echt, dass ich mich dir anschließe? Haha! Gib mir 260 Macker. Immer noch nicht genug. Kedavid, Lebenstein. Grrr, ich brauche noch mehr. Bezahle mir. Yo. Ich könnte dir doch nicht einfach folgen. Das sollte reichen. Oh. Was? Leb wohl. Okay, das ist nett. 226, ey. Dieser Türsteher wirkt immer lächerlicher, ne? Gut, haben wir sehr, sehr gut gemacht, würde ich sagen. Dann können wir wieder ein paar Meter weiterlaufen. Was ist denn jetzt da? Liegt da jemand? Die Flammen der Menerona, der Souveränität, flackern bedrohlich. Ja, das war doch irgendwas, was ich erhalten habe, ne? Als ich da mal kurz in der Hölle war. Ist das ein Böser? Oder der Gegenstand. Vielleicht ist der böse. Medikament. Nein, das war ein guter Gegenstand. Hallo. Der Sensenmann. Da vorne. Wo vorne? Kann ich noch ein paar Meter weitergehen? Also hier müsste dann doch ein Speicherpunkt kommen, oder? Alles andere wäre doch lächerlich. Oh Gott. Laufe ich jetzt in den Sensenmann rein? Neue Schleimis. Hier erstmal direkt übergeben. Die kann ja nicht so viel außer heilen. Gut, das ist schon viel, muss man sagen. Sehr gut. Rauf da. Bams. Perfekt. Ach so, ja klar, die Schleimis, ne? Das war gerade dumm, das war verschwendet. So müssen wir das machen. Und dann setze ich mal, ja, passenderweise Buch vor allem nicht, dass ich denn jetzt bei Zen und so, weiß man ja nicht, ob die vielleicht eine Resistenz haben. Okay, der steigt gleich mal Level. Ja, so ohne Spaß, wenn der jetzt, du spürst die Gegenwart eines furchteinflößenden Dämons. Die Flamme der Menorona locke mich aufs Schlachtfeld. Keine Ahnung, wer du bist, aber wenn du eine Menorona besitzt, ist es unser Schicksal zu kämpfen. Es ist einfach so im Tunnel auf der Straße plötzlich ab in die Unterwelt. Kämpfen wir in meinem Reich bis zum Tod. Dort kann uns keiner unterbrechen. Tatsächlich nicht. Nein! Alter, oh nein. Ich kann nicht Feuer speichern. Oh nein, den habe ich auf YouTube gesehen, ne? Oh nein, die Leute hassen den. Die Leute hassen den so sehr. Das
Nee, das packe ich nicht, ey. Fuck. Ich habe bei der Umgebung, ja, als ich angefangen habe, die Weltkarte zu erkunden, gedacht, dass der dann einfach, keine Ahnung, dass der vielleicht am Ende der Autobahn ist oder so, aber der nur einer von uns wird dieses Reich Leben verlassen. Der Sieger erhält die Menorah des Verlierers und kehrt im Triumph zurück. Alter, ich wollte die Menorah noch nicht mal haben. Fuck. Du hast eine Menorah. Du musst genau wie ich nach der höchsten Macht streben. Ja, das können wir direkt in der Folge belassen. Das schaffe ich eh nicht, werde ich gleich verrecken. Matatsuri heißt der oder so, ne? Matador. Das erlaube ich nicht. Nur der größte Krieger ist solcher Macht würdig. Ja. Sie gehört einem Meister des Schwertes. Einem, der unter blutigem Beifall unzählige Leben beendete. Dieser Krieger bin ich, Matador. Also ich habe den Namen gewusst, weil Persona, wie gesagt, ne? Und so. Ja, fuck. Es ist bei den Leuten immer dasselbe. Du denkst, jetzt, das war der letzte Spruch und die hauen immer noch einen hinterher, ey. Es tut mir leid, aber für eine Menorah scheinst du recht schwach zu sein. Gib sie lieber einem würdigeren, etwa mir, aber da du meinen Rat wohl nicht annehmen wirst. Naja, komm zum Punkt, Alter. Ich fordere dich zum Duell heraus. Wir werden herausfinden, wer wahrhaft der Menorah würdig ist. Ich schwöre bei Schwert und Tuch, dass ich erneut siegreich sein werde. Finde ich aber... Na endlich. Jetzt möge der Kampf beginnen. Finde ich aber nicht okay. Ich bin nicht geheilt. Ich habe gar nichts, Alter. Ich habe mich so wacker geschlagen, dass der Dank... Fick dich, ey. Der hat ja sogar eine eigene Musik. Oder vielleicht ist der Kampf auch geskriptet. Los, greif an. Deine Hörner können meiner Seele nichts anhaben. Das könnte natürlich auch sein, Okay. Fick dich, okay. Fick dich einfach. Ich übergebe mal direkt. Wir können es ja mal versuchen. Ich finde mein Team auch nicht schlecht. Ich weiß halt nicht, was er kann. Ne? Wie gesagt, ich habe nicht viel gesehen, nur dass die Leute sich immer beschwert haben und dauernd verreckert sind. Ich versuche es mal mit Feuer. Ja, klar. Mazan. Das ist schon mal ein guter Hinweis, also keine Leute mit Windschwäche reinballen. Da haben wir ihm natürlich jetzt ordentlich in die Karten gespielt, ja. Tja, gut. Da brauchen wir sehr, sehr viel Speed. Ja, naja. Einfach ein bisschen Windresistenz rein und dann könnte das schon ganz gut funktionieren. Aber, oder bin ich, ist das doch geskriptet? Nee, ich hatte jetzt doch, bis zum Schluss hatte ich so ein bisschen Hoffnung. Ja, ne, da war man einfach auf der Suche nach einem Speicherpunkt und hat ihn selbstverständlich nicht bekommen. Das ist so dumm, überleg mal. Also du hast ja hier, gab's da überhaupt einen Ort zum Heilen? Ich glaube nicht, ne? Du musst dann irgendwie von da unten, dann da hoch und... Ja gut, ich meine, es gab auch andere Situationen. Im Amala-Netzwerk und im Krankenhaus dürfen wir vorher speichern, ja. Aber ich finde das immer nicht in Ordnung. Wenn du, sei es auch nur ein TP-Verlust, ja, wenn du angeschlagen zu einem Boss gehen musst, das finde ich immer nicht fair.
Vor allem hier bei dem Spiel ist es ja schon sehr, sehr wichtig, dass man möglichst alle seine Ressourcen hat. Aber okay, Leute, wir wissen Bescheid. Ihr setzt mal Zen ein. Ich glaube, ich habe noch das eine oder andere windresistente Monster. Von daher wird schon schief gehen. Ne? Ja, in diesem Sinne, erstmal wieder dahin kommen. Bis zum nächsten Mal. See ya.